So, hallo YouTube. Ja, ich habe gedacht, ich mache auch mal ein Video von unterwegs aus Kroatien, Istrien. Ich wollte das einfach mal filmen, weil ich mir einfach das nicht erklären kann, was das ist hier. Das ist ganz in der Nähe von unserem Campingplatz. Und es sind Unmengen an Steinen aufgetürmt. Hunderte Meter lang. Ja, links und rechts. Und in der Mitte ein Weg. Also, keine Ahnung, wer sich die Arbeit gemacht hat und aus welcher Zeit es ist hier. Ich meine, da war ja in den 90er Jahren auch Krieg. Es könnte natürlich auch damit was zu tun haben, dass es so Befestigungen hier sind. Oder vielleicht hat eine Idee, aus welchem Grund es hier wohl sein könnte. Weil so zum Spaß macht sowas bestimmt keiner. Und es geht da vorne auch noch hunderte Meter weiter. Ich laufe da nochmal bis zum Schluss. Aber alles durch und durch nicht filmen, das ist ja immer das Gleiche. Ja. Kann ich mal kurz zeigen, was ich so dabei habe. Vorgenommen hatte ich mir eigentlich nur Soapbuster und ein bisschen was von Victorinox. Und das DFDE, das 12er, das Bushcraft. Ja, die habe ich dabei. Zusätzlich habe ich aber noch das Burger Plus hier, das Urban Rubber dabei, weil das halt auch so ein schlankes Messerchen ist, wo sich gut mal so für eine Brotzeit eignet. Und halt einfach eine längere Klinge hat als das Roadbuster. Ja. Ja, ist willkommen, so eine lange Klinge. Egal, was man schneidet. Bei Lebensmitteln ist eine lange Klinge immer gut. Allerdings ist das Roadbuster etwas schneidfreudiger. Ich habe das mal an so einem Schinken ausprobiert. Da hat sich das Roadbuster schon besser geschlagen. Nur ist halt die Klinge leider ein bisschen zu kurz. Was auch überraschend gut ging, ist das Bushcraft, das DFDE. 12 BC, das habe ich jetzt hier beim Spaziergang nicht dabei. Und was ich noch gebraucht habe, ja, ein bisschen Werkzeug habe ich auch schon gebraucht von dem Swiss-Tool, weil da muss ich das DFDE mal zerlegen, weil es meine Frau ins Spülbecken geworfen hat nach dem Essen. Und da hatte ich wenig Sorgen, dass Wasser in den Griff reingekommen ist. Da habe ich das mal zerlegen, habe es trocken gemacht wieder. Ja. Das ist mal meine erste Erfahrung, was ich bis jetzt so gebraucht habe. Also doch relativ viel. Die beiden hier sind den ganzen Tag im Einsatz. Die liegen immer auf dem Esstisch. Nur was gebraucht wird, um mal so ein Obst klein zu schneiden oder eben auch für alle möglichen Aufgaben halt, ja. Okay, dann mal danke fürs Zusehen. Wenn sich jemand erklären kann, was das für Steinwälle hier sind, könnt ihr mal unten rein tackern in die Kommentare. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Mal.